Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier in dieser komischen Mission angekommen, ne? Also hier waren ja die Waffen, die sind ja hier ein bisschen sehr verwirrend. Da haben wir einfach mal hier, schaut mal hier, Tesla-Panzer in Form eines Kampfpanzers. Richtig geil. Und, ach du Scheiße, okay. Und wir haben Raketenwerfer, die schmeißen Atombomben. Also das ist richtig geil. Und ja, wir haben in der letzten Woche die Gegenschlagkampagne von den Russen angefangen. Und da bin ich erstmal gespannt, was diese Raxirus da machen. Was macht ihr? Schmeißt ihr jetzt V2s oder was? Nee. Okay, sehr gut. Dann machen wir die einfach mal easy platt hier. So, was kann der normale Kampfpanzer? Nichts. Weil wir den direkt platt gemacht haben, konnten wir es nicht sehen, was der normale Kampfpanzer kann. Von den Alliierten, okay. Ja, cool, Leute. Dann würde ich mal sagen, freut's mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid, beim guten alten C&C Remastered. Und ja, neue Woche, neues Glück. Es ist mittlerweile Samstagnachmittag, tatsächlich schon wieder. Und ja, hab mal ein bisschen Zeit gefunden jetzt hier für C&C. Und ja, machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Ja, versuch mal, ob ihr den Baum da wegkriegt, weil das nervt mich ein bisschen, dass die Sammler da außen rumfahren müssen. So, schießt du auch mal da drauf, bitte? Oder kann der nicht einfach da drauf rollen? Nein, kann er nicht, schade. Und ja, liebe Leute, dann hoffe ich mal, dass es euch gut geht, nach wie vor. Ja, ich grüße mittlerweile aus einem Corona-Risikogebiet tatsächlich. Ja, die Stadt Köln ist über 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner und deshalb ist die Stadt Köln ein Risikogebiet. Yay! Das heißt, wir dürfen jetzt nicht mehr viel machen hier. Aber gut, aufnehmen darf man ja zum Glück. Ja, das ist ja Corona-unabhängig. Ach du, was willst du? Ja, komm in die Tesla-Spule. Komm. Zieh den in die Tesla-Spule rein. Los. Und zack. Weg damit. So, liebe Leute. Und ja, dann würde ich sagen, kann ich einfach mal einmal die Spielgeschwindigkeit noch mal ein bisschen schneller machen, weil da geht mir ein bisschen zu langsam hier. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Gut, ich habe hier meine drei Tesla-Panzer. Und da würde ich mal sagen, fahren wir damit einfach mal ein bisschen rum. Und der ist direkt im Arsch. So. Klar, der Gummipanzer mit Doppelrohr. So, hier, zack, alle wegmachen. Das ist so geil, wirklich. Was zur... Wo schießen die denn da drauf? Oh. Oh, einen haben sie platt gemacht sogar, okay. Die Artillerie, die hat eine sehr hohe Reichweite von dem, merke ich gerade. Ansonsten, das... Wo schießt die drauf? Wo schießt die Artillerie drauf, Mann? So, mach die platt hier, los. Einfach alle platt machen. Schaut euch die Reichweite von dem Ding an, das ist ja wohl unnormal. Alter Schwede. Oh, das ist unnormal, die Reichweite von dem Ding. Heftig, Leute. Heftig einfach nur. Boah. Ey. Was zur Hölle ist da explodiert? Oh, jetzt kommt er aber richtig. Jetzt kommt er aber richtig hier. So, bauen wir weiter Tesla-Panzer. Oder soll ich mal einen Mammut bauen? Ich baue mal einen Mammut. Die Einheiten hier, die sind nämlich billiger, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise die Mammuts, ja. Die Mammuts sind hier billiger. Muss ich gleich mal gucken, was die bringen. Die Tesla-Panzer, ey. Ey. Nix da. Ich habe selber keine Kohle. Da habe ich jetzt keinen Bock, dir hier noch was zu geben. Absolut nicht, nein. Gut, Leute. Ich baue einfach mal Mammutpanzer. Mal gucken, was die hier fabrizieren. So, ich habe einen Mammut. Ein Flammenwerferpanzer, geil. Ein Flammenwerfer. Oh mein Gott, Leute. Wie geil ist diese Mission. Wirklich.
Die ist echt mega interessant, Leute. Ein Flammenwerferpanzer. Okay. Schwere Panzer kostet 850, okay. Gut, Leute, würde ich sagen, baue ich mir noch einen Tesla-Spule zur Verteidigung. Diese Mission ist so witzig. Ich sage es euch, Leute. Ich bräuchte eigentlich noch ein Flugfeld, ne? Flugfelder kann ich nicht bauen. Ach, toll. Ja, toll. Dann, ist ja doof. Deckzenter habe ich, eiserne Vorhang brauche ich nicht. Hundezwinger brauche ich auch nicht. Nö, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Tesla-Spule zu bauen, tatsächlich. Kann dieser Mammutpanzer diesen Baum da oben verbrennen? Probier das mal bitte, Mammut. Du sollst da hinfahren und da drauf schießen. Schieß da drauf. Nur auf den Baum schießt du nicht, ne? Warum schießt du nicht auf den Baum? Du schießt nicht auf den Baum. Na gut. Nix da. Ja, da kommt er mit Mannequin. Lass den das versuchen. Lass den das ruhig versuchen. Ist okay. Wir sind nur Mannequin. Das schießt nicht auf den Baum, ne? Das ist echt behindert. Naja, gut. Egal, Leute. Was? Weg damit. Und die lassen auch die Karte vibrieren. Oh mein Gott, das ist echt eine interessante Mission. Im russischen Add-on, ja, das ist schon übel. Aber gut, da würde ich sagen, nehme ich mir jetzt gleich mal meine Einheiten hier. Den Mammut lasse ich mal nochmal hier. Komm, eine Tesla-Spule. Ich brauche noch eine. Komm, kommt. Wie viel Energie braucht das Ding? 150, 700. Ah, locker. Oder warte mal, 150? 700, ja doch, 700 von 800, das passt. Gut, Sammler, sammelt bitte hier vorne, sehr gut. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns mal weiter hier auf und dann schnappen wir uns gleich die alliierten Truppen da. Ganz genau. Aber ich würde sagen, ich baue noch nebenbei noch einen Tesla-Panzer. Schaut euch das an, ey. Oh, oh, und jetzt ruckelt es hier ein bisschen. Jetzt ruckelt das hier aber wie scheiße. Scheiße, es ruckelt. Leute, was macht ihr denn hier mit mir? Verdammt nochmal. Warum ruckelt das jetzt auf einmal so? Das ist ja eklig. Das ist ja eklig. Moment. Nee, da hängt irgendwas. Ich speichere das Ding nochmal. Mission 2 Add-on. So. Geht es jetzt besser? Nein, ich lade einfach nochmal die Mission, Leute. Das leckt ein bisschen. Das tut mir gerade echt leid. Aber mal gucken, ob sich das jetzt hier einpendelt, das Spiel. So. Nutzen Sie den Befehl Angriff F zwingen, um den Boden oder ein bestimmtes Ziel zu beschießen. Ja, das kenne ich schon, Leute. Das kenne ich schon. Einsatz geladen. Geht's jetzt? Ja, Sir. In Ordnung. Ja, jetzt, oh, es ruckelt sogar noch schlimmer jetzt. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Leute? Da kommt da jedenfalls... Ach du Scheiße. Daumenkino-Atmosphäre. Nee, das geht gar nicht, Leute. Das geht gar nicht. Da muss ich gleich leider noch mal kurz schneiden. Ich schneide das noch mal kurz, Leute. Und schau mal, was da... der Grund dahinter ist, warum das so laggt. Also bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder. es war tatsächlich wieder ein Avira-Prozess, ne? Jetzt kann ich hier nicht mehr scrollen. Verdammt nochmal. Eine Sekunde, ich lade das Ding nochmal. Ansonsten, ja, muss ich nochmal umstellen gleich. Wenn das jetzt nicht funktioniert hier. Tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen... Das ist jetzt echt ein bisschen kacke gerade, ne? Dass ich nicht mehr scrollen kann. Oh Mann. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, muss ich nochmal einen Schnitt machen. Ich muss mal nochmal das Spiel neu starten. Also bis gleich. So, da bin ich wieder, liebe Leute. ja, jetzt muss das passen. Jetzt passt das. Ich habe jetzt auch die Auflösung wieder umgestellt. Ich hatte nämlich vergessen, die auf Voll-HD zu stellen. Ja, muss jetzt passen, mein Gott. Währenddessen baue ich mir einfach hier noch mehr Tesla-Panzer. Und dann mache ich die Alliierten gleich mal direkt platt. So, liebe Leute, ja, dann... ja, dann ist das jetzt auch wieder hier die Auflösung, die ihr von den letzten Folgen gewohnt seid.
Ja, das war eben tatsächlich ein Avira-Prozess, ey. Das ist nicht mehr schön, Leute. Das ist echt nicht mehr feierlich. Und, ja. Mein Gott. Also, dass das manchmal so den Prozessor lahmlegt, finde ich echt nicht so toll. Aber gut, was will man halt machen? Virenschutz ist notwendig. Oh, da ist eine Basis. Das ist eine Basis. Okay, nee, dann... dann gehe ich mal wieder zurück. Nein, mach mal hier ein bisschen Erkundungstour mit drei Männchen. Was zur Hölle? Ach, die Alliierte. Ach, Alliierte, sag ich schon. Die Artillerie, die schießt wie ein Schlachtkreuzer. Und das ist übel, Leute. Die Alliierte schließt wie... Ich sag immer Alliierte, ne? Die Artillerie, die schließt immer wie ein Schlachtkreuzer. Und das ist heftig. Echt krass. Aber gut, Leute. Da kommt ein Gummipanzer. So, weg damit. So. Wer schießt denn da? Ach, diese Artillerie. Diese Artillerie, die schießt wie ein Schlachtkreuzer. Das ist doch bescheuert, ey. Wir können MBF bauen tatsächlich. Aber brauchen wir das? Ich glaube, MBF brauchen wir hier nicht. Wirklich nicht. So. Liebe Leute, dann nehme ich mir jetzt mal hier diese Einheiten. Und fahr mal da hoch und statte dem einfach mal einen Besuch ab hier. Da kommt er nämlich schon mit Mannequin. Ja, kommt. Das erste Mal, dass wir hier Tesla-Panzer benutzen können, Leute. Oh mein Gott. Ja, dann würde ich sagen, fahre ich nicht da hoch, fahre ich einfach hier lang. Und mache einfach diese Basis hier platt. So, zack. So, ich liebe ja diese Tesla-Panzer, ne? Das ist mit einer meiner... Ach du Scheiße. Wow, Leute. Da war eine Tanja. Okay, krass, Leute. So, mach die alle weg hier, los. So, ihr schafft die schon, oder? Die ganzen... Ach du Scheiße, die ganzen Mannequin. Was soll... Okay. Der hat mich jetzt übelst platt gemacht, aber gut. Aber gut, Leute, nicht schlimm. Dann baue ich mir einfach die Einheiten nach. Kann man ja machen, also. Die Einheiten, die kann man ja nachbauen. Ah, der passt, der kommt noch gerade raus. Das ist schon mal sehr gut. Dann versuche ich jetzt mit den beiden Tesla-Panzern. Die machen weniger Schaden, ne? Normalerweise sind die Männchen mit einem Schuss von dem Tesla sind die tot. Schaut euch das an, die machen keinen Schaden an dem Arzt. Aber gut, Leute, dann einfach weiter hier belagern und die Männchen da platt machen. So. Oh, da kommt ein Gummipanzer. Oh, schieß! Boah, sehr gut. Boah, Leute. So. Die kriegt er schon da. Genau, die schön auf die Mannequin. Hey, der blöde Arzt, ne? So, dann macht diese Kaserne da platt. Mit Tesla-Panzern, Leute. Unglaublich. Aber... Dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen schon mal von ihm weggenommen. Fahrt mal nach Hause und heilt euch. Ist, glaube ich, besser. Und ja. Was zur... Was war das? Habt ihr es gerade gehört? Da war irgendein Geräusch gerade eben. So ein Brack. Keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung. So, dann einfach weitere Tesla-Panzer. Mit einer Masse an Tesla-Panzern ist das einfach viel angenehmer. Aber wie krieg ich denn da oben diesen Baum da weg, Mann? Wie krieg ich diesen Baum hier weg? Tesla-Spule, kannst du da drauf schießen? Nein, kannst du nicht. Schade, Mann. Gut, egal, dann habe ich jetzt drei Tesla-Panzer. Ich will jetzt auch nicht immer so lange warten müssen, weil das ist... Das zieht ganz schön viel Zeit, diese Warterei. Und da habe ich keine Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. So, da ist noch ein Gummipanzer. So, da sind noch die Gummipanzer da. Oh. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh, Otz. Auf den da hinten am besten, genau. Der schießt nämlich auch zweimal, ne? Habt ihr das gesehen? Der schießt zweimal. Das Mannequin. So. Ums. Weg damit. Ja. Cool, Leute. Aber diese Mission ist echt nicht einfach, ne? Merke ich gerade. Das ist schon eine schwierigere Mission.
Auch wenn wir hier die geilen Waffen haben, aber ja, das ist halt. Die Alliierten nehmen auch bessere Waffen, ne? Ich merke das gerade schon. Ja, ja. Da versucht das mit Mannequin, Diebe und so. So, Testerspule, ihr macht die alle im Arsch, ja? Sehr gut. Zack. Ich traue mich irgendwie nicht, hier diese Raketenwerfer zu bauen, weil ich dann immer Schiss habe, dass die. Ja, die schmeißen halt Atombomben und. Und wenn ich da irgendwas Falsches mache, dann ist meine ganze Basis platt. Beziehungsweise meine Einheiten. Das ist ja. Wo kriegt er da seine Verstärkung eigentlich immer her hier, hä? So. Mach die platt da, los. So, Leute. Ui, ein Bunker, okay. Platt machen. So. Bratz, bratz. So, wegmachen. Ui, hier. Was haben wir denn hier noch? So, was haben wir hier? Bratz, bratz. Da haben wir eine kleine Mini-Basis hier, ne? Wegmachen. So, los. Silos platt. Hier kriegt er seine Mannequin her, ne? Einfach platt machen. So. Drei Testerpanzer, die reichen da echt schon aus. Einfach mega geile Teile. So. So. Ja, und so machen wir hier die Russen platt. Wie gesagt, ich kenne diese Mission nicht. Beziehungsweise doch so grob von der PlayStation-Version. Aber ja, ich habe die mal als Kind gespielt. Und da war sie echt schwer. So, dann schießen wir auf den Sammler da. Zack. Zack. Was haben die Jeeps? Okay, egal. Oh, da. Wegmachen, 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 wegmachen. Ach du Scheiße. Jetzt kommt er aber. Jetzt kommt er aber. Oh, so. Puh, gut. Alles klar, liebe Leute. Dann haben wir ihm einen Sammler schon mal weggenommen. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß nämlich nicht, wo die Basis hier von dem ist. Liebe Leute. Ja, komm dann. Dann mach die platt. Egal, ich habe ja schon zwei neue hier. So, zack. Sammelt euch einfach mal hier vorne. Meine Güte, ich find's echt scheiße, dass die, ja, dass die Sammler einfach, nicht hier durchfahren können einfach. Das ist, echt blöd. Das dauert nämlich Ewigkeiten, bis wir hier Kohle kriegen. Und, ja. Sammel du, geh du einfach direkt hier hin. Nicht immer hier oben herlaufen, Leute, das bringt nichts. Perfekt, da haben wir wieder drei Tesla-Panzer. Tesla-Panzer, ja, das sind schwere Panzer und Tesla-Panzer. Das ist bescheuert, aber es ist halt so. Was soll ich machen? Und ja, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, direkt auf diesen Kampfpanzer in Form eines Gummipanzers. So, liebe Leute, dann haben wir hier die Vorpatrouille auch schon mal erledigt. Was ist das denn da schon wieder für einer da? So, wegmachen. Los. Ja, der versucht das wieder mit den Mannequin. Ja. Dann probiere ich das jetzt mal. Der schickt wieder nach, ne? Der schickt wieder nach hier. So, zack. So, dann weg mal mit. So. Ganz genau, Leute. So, dann. Und zack, sehr schön. Da werde ich jetzt auch bald drauf setzen, auf diese Tesla-Panzer bei den Russen, weil die sind einfach geil. Das ist einfach so. Und ja, was haben wir jetzt hier? Das ist eine kaputte Brücke. Okay. Oh, Sammler, geil. Kaputt machen. So, zack. So, da ist wieder eine Artillerie, die schießt wie ein Schlachtkreuzer. Ach, verdammt. Ja gut, dann egal. Auf jeden Fall schon mal einen Sammler beschädigt. Das ist auch schon mal geil. Jetzt baut er wieder da seinen Panzer dahin, oder? Nee, okay. Nee. Dann lass ihn versuchen, zu angeschissen zu kommen. So. Er hat keine Chance hier gegen meine Tesla-Sachen. Richtig gut, Leute. Und ja, was... brauche ich denn irgendwas nicht mehr? Ich glaube, das Technologiezentrum. Oh, was habe ich jetzt gemacht, Leute? Was habe ich jetzt gemacht? Was zur Hölle? Ah, was habe ich da? Spracherkennung, bitte was? Och, Leute. Haben wir es jetzt mal... Oh! Ach, du Scheiße. Tesla-Spule.
Ja gut, das muss ich dann irgendwie, das muss ich dann rausschneiden. Das war ja komisch. Das war ja echt komisch. Naja gut, egal. Leute. Wir bauen hier einfach weiter unsere Einheiten. Viele technische Störfeuer heute hier, aber nicht schlimm. Ne, nicht schlimm. So, liebe Leute. Schwerer Panzer, ja, ja, klar. Ist doch kein schwerer Panzer, ey. Aber gut. Boah, die Sammler, die brauchen schon ewig, ne? Das ist echt nervig. Dass die so lange brauchen für die Kohle hier. Jetzt hat er da wieder was hingestellt. Ah, hier kann ich auch lang, ne? Da kann ich auch lang. Das mache ich, glaube ich, sogar. Ja, wobei, der hat dann ein paar Einheiten. Was muss ich hier genau machen? Sie müssen den Vorfall untersuchen. Sie zu erobern. Ah, okay. Wir müssen die Chronosphäre also erobern, liebe Leute. Haben dafür noch 10 Minuten in dieser Folge. Wenn denn bald mal die Einheiten schneller fertig werden. Das ist ja echt. Wartet mal, brauche ich denn hier? Ich brauche hier anscheinend echt nicht mehr diese... Moment, was zur Hölle? Warum kann ich denn nicht hier Steuerung S oder sowas machen? Oder R? Das R kann ich machen, aber das S dann macht da Bildschirmausschnitt. Das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Steuerung S, Bildschirmausschnitt. Ja gut, schade. Da muss ich hier immer auf den Button jetzt drücken. Ja gut, dann verkauf einfach die Sachen. Boah, aber so gerade, Leute. 600 von 600, ja. Sehr schön. Gut. Die Menniken, die können wir hiermit verteidigen, Leute. Der soll mal meine Pesterpanzer mal in Ruhe lassen noch. Ich will die sammeln für einen Angriff. So sieht's aus. Und, ja. 4 Stück. Ich glaube, wenn ich 10 Stück habe, ist das Ding gewonnen. Wirklich. Da muss ich einfach warten, ja. Es sei denn, der will jetzt natürlich auf meinen Sammler, ne? Aber das glaube ich nicht. Nein. Zack. Sehr gut. Was zur Hölle? Habt ihr es gesehen? Wie schnell der schießt. Oh mein Gott. Okay. Menniken, ach, Sammler, fahr einfach drüber da. Fahr einfach drüber da, über diesen Doppelschützen da. Ach du Scheiße. Okay. Ja, komm, Butz. So. Nix da. So, perfekt, liebe Leute. Dann haben wir 5 Tesla-Panzer. Schon mal sehr schön. So. Wie gesagt, das hier, das nervt. Aber gut, nicht schlimm. Komm, Sammler. Jawoll. Einmal Wasser drüber gegossen. Ist auch schon mal gut. Was sammelt der sich da eigentlich? Hm? Was versuchst du da? Alliierter. Melde mich wie befohlen. So, liebe Leute, diese 4 Manneken. Haha, vergiss es. Der ist so nah an der Basis dran, der Sammler. Zack, weg damit. So, genau. So, ja, meine Frau telefoniert drüben. Deshalb kann es sein, wenn ihr da was hört, dass ihr da eine Stimme hört. Ja. Und so, aber sonst geht es eigentlich ganz gut. Ja, genau. Wie gesagt. Ah. Diese geile Mucke wieder. So, wir haben 6 Stück. Ich glaube, damit kann ich mal was anrichten hier. Ich habe keine Lust mehr zu warten, Leute. So. Ich glaube, ihr ranged die raus. Ne? Genau, schaut euch das an. Diese geballte Power hier, Leute. Oh mein Gott. Die Einheiten einfach mal so zack weg. Ja, das ist schon krass. So, da hat er noch mehr stehen. Bratz, 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 bratz. Ja. Oh Mann. Gut. So, und direkt auf diesen Panzer da. So. Der kann doch nicht mal feuern, ey. So. Rutz, rutz, rutz. So. Auf diesen Panzer da und auf den Sammler weg. Zack. Geil. Ach ja, Leute, Tesla-Panzer. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? So, dann lassen wir versuchen, damit den Jeeps zu kommen. Und zack. Und die Manneken platt machen. So. Ja, dann versuch's, Kollege. Nix da. Sammler platt machen. Sehr schön. Geil, 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 geil.
Da ist noch ein Sammler, hey. Zack, weg damit. So, liebe Leute, dann kommen wir, glaube ich, der Basis von ihm immer näher. Ne? Da ist noch ein Sammler. Zack, weg. Ach, Tesla-Panzer, Leute, ich liebe sie einfach. Ich liebe die Teile einfach. Ja. Ah, so, Leute. Ah, was zur Hölle? Da ist irgendwo eine Artillerie. Die Artillerie, die wie ein Schlachtkreuzer schießt. Schaut euch das mal an. So, ah, da ist die Basis, Leute. Hier ist die Basis. Ja, zack, zack, einfach weg mit der ganzen Kacke. So, und zack, und zack. Ah, verdammt. Egal. Leute, wir haben ihm die Verteidigung erstmal weggehauen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ist doch schon mal ganz und gar nicht schlecht, Leute. Und ja, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen warten, ne? Ich brauche eigentlich auch noch einen Invasor. Oder ein Ingenieur, wie sie hier heißen, normalerweise. Ingenieur, Leute, ja, genau. Wir haben ihm die Verteidigung weggerissen, wir haben ihm seine Sammler platt gemacht. Viel mehr kann er jetzt nicht mehr ausrichten, glaube ich. Würde ich sagen, kann ich auch mal meine... Ach, jetzt habe ich wieder diesen falschen Taste gedrückt. Mann, Leute. Verdammt. Gut, egal. Ich muss hier oben drauf drücken. Das muss ich mal deaktivieren da mit dem Bildschirmteilen-Scheiß. So. Oder Moment, ich kann doch hier in den Optionen... Nein, um Gottes Willen. In Optionen kann ich doch hier Tasten zuweisen. Sichtbarkeit des Seitenmenüs umschalten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, wie... Verkaufsmodus umschalten. Dann mache ich einfach mal Steuerung S. Ah, geht nicht. Shift. Q. Shift Q. Okay, Leute. Dann mache ich einfach mal Shift Q für Verkaufen. Ja, das muss mal ein bisschen... ich habe da jetzt nämlich keine Lust mehr drauf, da die ganze Zeit in diesen komischen Bildschirmaufnahmemodus zu wechseln. Deshalb, ja, habe ich das jetzt mal umgestellt. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier gleich durch sind. Na, die Chronosphäre, die muss ja hier irgendwo dann sein. Weil sonst gibt's hier ja nichts mehr. Wir haben hier unten alles platt gemacht. Wir haben jetzt lediglich noch hier oben diesen Bereich. Es sei denn, die ist hier auf der Insel. Das wäre natürlich mega scheiße. Das wäre schon mega scheiße, aber ich glaube nicht. Bitte. Der Raketenwerfer kostet auch noch 700, ne? 2500 der Bauhof. Normale Preise eigentlich für die Dinger, ne? Oh. Diese scheiß Schlachtkreuzer. Schlachtkreuzer-Artillerie. Oh Mann, noch nicht mal reingekommen, ne? 4. Ja gut, komm, 4. Lass die 4 mal da hochfahren. Dann machen wir das mal mit denen. Ich würde sagen, dann speichere ich das Ding auch nochmal. Mission. Hä? Leute, was ist los? Was ist los? Was zur... Irgendwas ist hier gerade kaputt. Ich muss mal gerade nochmal einen Schnitt machen. Also bis gleich. So Leute, ja, da bin ich wieder. Das war ganz komisch gerade. Also meine Windows-Taste, die hat sich hier irgendwie... Ja, die Windows-Taste, die hat sich hier irgendwie verselbstständigt, beziehungsweise die ist stecken geblieben. Deshalb konnte ich da nichts machen, aber jetzt kann ich auch wieder hier... Geil, guckt mal Leute, das wusste ich noch gar nicht, dass man hier das Seitenmenü ausblenden kann. Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder hier verkaufen. Ja, diese ganzen kleinen Aussetzer tun mir jetzt leid. ja, was soll ich machen? Das ist halt manchmal verbuggt. Mein PC ist halt auch nicht mehr der neueste, ne? So. Nicht in die Türme fahren, um Gottes Willen, Leute. So, wir haben hier die Basis. Ach du Scheiße. Was hat dann jetzt da? Was zur... Schaut euch das an. Da kommt da mit 5 Shinnoks. 5 Shinnoks, Leute. So. Oh Mann. So viele Manneken. Oh, schau euch das an, ey. Och du Scheiße. Sammler, komm mal bitte zurück. So, um Gottes Willen.
So. Da kam er gerade mit 5 Shinnoks an. Ich werde nicht mehr, ey. So, wir haben auf jeden Fall seine Basis gefunden. Das ist schon mal geil. Leute. Gut. Dann macht die platt. Das war mal eine geile Szene gerade. Mit den 5 Hubschraubern. Ja, ich glaube, wir haben es dann. Ne, wenn die oben angekommen sind, dann haben wir diese Mission sogar in dieser Folge geschafft. Das ist doch schon mal geil. Och, Leute, jetzt hör doch mal auf mit diesem komischen... Mach den kaputt. Los. So. Die Artillerie braucht auch sonst nie im Leben 4 Tesla-Schüsse. Eher nicht, nein. So. Und weg damit. So. Einfach weiter drauf da. Zack. So. Ach, ich liebe einfach Tesla-Panzer. Ja. So, mach den kaputt da, los. Den da auch. So, da ist die Basis. Genau, die Basis. So, wegmachen. Und den Bauhof platt machen. So. Sehr schön, liebe Leute. Ja, dann seht ihr jetzt auch... Moment mal, hier ist aber keine Chronosphäre, ne? Hier ist keine Chronosphäre, Leute. Das ist jetzt gerade mega blöd. Als klar, als ob Mannigan 3 Tesla-Schüsse braucht. Ah, uns. Uns wegmachen. So. Na, es sei denn, die Chronosphäre ist auf einer Insel, weil dann wäre es scheiße, Leute. Dann wäre es richtig kacke. So. Mach einfach alles am Arsch hier. 3 Tesla-Panzer, die bringen schon einiges. So. Ne, ich gucke jetzt noch für 2-3 Minuten, was hier noch so ist. Und wenn die echt auf einer Insel ist, dann mache ich das echt in der nächsten Folge noch. So, dann macht das Ding hier im Arsch. Wutz. Oh, wir brauchen Silos. Okay, dann bau mal. So, wutz. Weg damit. So. Einfach weiter durchfressen hier. Ich habe keine Ahnung, wo es hierher hingeht. ja. Wie gesagt, wir machen hier einfach alles platt, was uns hier begegnet. Und, ja, dann würde ich sagen, dann ist das anscheinend tatsächlich echt auf einer Insel, hä? Oh, Leute, da muss ich noch mit U-Booten und so. Naja, kommt. So, dann... So. Ja, das ist tatsächlich auf einer Insel. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen und dann machen wir die Mission beim nächsten Mal zu Ende. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.